Hallo ihr Lieben, ich bin Susanne Matzkat-Bader. Ich gebe Tarotkartenkurse und Kipperkartenkurse und ich mache sehr viele Beratungen. Und viele meiner Beratungen drehen sich in irgendeiner Weise um das Thema Angst. Ja? Es gibt ja ganz unterschiedliche Ängste und ich möchte euch heute einige Tarotkarten vorstellen, die eben auf Angstzustände oder bestimmte Ängste hinweisen, ja, und vielleicht auch euch gleich auch noch ein bisschen eine Lösung mitgeben. Jetzt erstmal vorab, ja, das Wort Angst ist mit dem Wort Enge verbunden. Ja, wenn ich Angst habe, dann sehe ich nur noch einen ganz engen Weg, einen schmalen Grat, wenn ich überhaupt einen sehe, ja. Und ganz deutlich zeigt es die Mutter aller Angstkarten, nämlich die Karte der Mond. Ja, wenn ihr da genau hinschaut, bei dieser Karte der Mond, also ich mag es eigentlich lieber, wenn man sagt, die Karte heißt die Nacht, weil da hat sich der Mond vor die Sonne geschoben. Und wir sitzen oder tappen sozusagen im Dunkeln. Und wir sehen hier so einen ganz schmalen Grat, der nach hinten führt, so einen ganz schmalen, engen Weg eben. Ja. Aber dieser Weg ist bewacht von Hund und von Wolf und da unten aus den Tiefen des Wassers, da kommt auch der Skorpion oder Krebs, wie ihr das immer sehen möchtet. Was bedeutet diese Bildersprache? Das bedeutet, dass wir also Ängste haben, dass der Weg schmal ist und dass wir sozusagen vom Wolf, der böse Wolf, flüstert uns, also mach das nicht. Und der Hund, der gute Instinkt, sagt, mach das. Und dann kommen wir von unten eben diese uralten Kindheitsängste hoch. Da geht es also wirklich oft um Kindheitsängste, die durch eine bestimmte Situation wieder ausgelöst werden. Und hier heißt die Lösung auf jeden Fall, wie bei allen Ängsten, anderen Ängsten eigentlich auch, Schritt für Schritt den Weg der Angst gehen. Ja, natürlich könnt ihr nicht eine Angst von heute auf morgen total irgendwie wegzaubern, aber man sagt auch im Coaching, die Angst zeigt dir den Weg. Ja? Also da, wo die Angst ist, da Schritt für Schritt weitergehen. Das ist ganz wichtig und vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass ihr immer ein Ziel habt, wo ihr denn eigentlich hin wollt. Weil eine Angst an sich, die es stellt euch ja wie so kleine Dämonen, sitzt die Angst da um euch rum, ja, und die will euch ja irgendwie festhalten. Die Angst ist sozusagen bei euch im Gehirn, ja, tatsächlich im Gehirn, so ein Programm, das irgendwie keinen Sinn mehr macht. Ja, das hat vielleicht mal genutzt, aber jetzt nutzt nichts mehr. Also zum Beispiel, wenn ihr einmal vom Hund gebissen worden seid, dann hat euer Gehirn gelernt, Hund schlecht. Ja? Und dann habt ihr immer Angst vor Hunden. Aber es sind nicht alle Hunde auf der Erde, wo man Angst davor haben muss. Das hat nur euer Gehirn so ganz einfach gemacht, Hund schlecht. Ja? Viele machen das auch mit Männern oder Frauen, ja, haben einmal eine negative Beziehung erlebt oder eine negative Beziehungsdynamik und sagen, Mann schlecht oder Frau schlecht oder so. Stimmt aber nicht, es sind nicht alle Hunde und nicht alle Männer und nicht alle Frauen schlecht. Überhaupt nicht. Also deswegen ist es wichtig, wenn ihr eine Angst habt und ihr Schritt für Schritt überwinden wollt, dass ihr sozusagen ein übergeordnetes Ziel habt. Wo wollt ihr denn eigentlich hin? Also wenn ihr in eine erfüllte Partnerschaft zum Beispiel wollt, dann hilft euch das Thema mit der Angst nicht viel weiter. Hier auch den Weg Schritt für Schritt weitergehen. So, die nächste Karte, die also wirklich angstauslösend ist, das ist die Karte der Turm. Da habe ich schon mal ein Video drüber gedreht. Bei der Karte der Turm, da geht es immer darum, dass ich eine schockartige Nachricht bekommen habe. Also wirklich was mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also zum Beispiel, ich werde gekündigt. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Oder mein Partner verlässt mich. Ich habe damit auch gar nicht gerechnet. Und in dem Moment, wo das passiert, das ist eine also sehr dramatische Karte. Und natürlich löst so ein Schock Angst aus. Also totale Angst. Oh Gott, alles, was ich mir jemals zusammengebaut habe in meinem Hirn, mein ganzes Kartenhaus bricht auseinander. Ja? Und hier bei dem Turm, da ist die Lösung, da braucht es ein bisschen Zeit, bis man da aber erkennen kann, dass man nicht gestorben ist, also das Leben geht trotzdem weiter. Es ist nicht alles aus, wie man es erst vermutet hat. Also die meisten Leute denken, wenn der Partner einen verlassen hat, jetzt ist alles aus. Ja, oder wenn ich keine Arbeit mehr habe, jetzt ist alles aus. Aber im Allgemeinen lebt man da weiter. Und wenn man dann eben ein bisschen Zeit ist, lang gezogen ist und man sich das einfach nochmal reflektierter anschaut, bewusster anschaut, dann erkennt man auch die neuen Möglichkeiten, die dann praktisch außerhalb dieses Turms entstehen. Eine Angst, die sehr breit, weit verbreitet, also die Karte sehe ich ganz oft, ist die hier. Und zwar ist es praktisch die Angst, dass wieder Salz in meine alte Wunde gestreut wird. Hier sieht man die Karte, das sind die 9 Stäbe und dieser Herr da drauf, der hat so eine Binde am Kopf. Ja? Das heißt also, der Gute hat schon mal tatsächlich eins auf die Birne bekommen und also hat eine alte Verletzung und jetzt
ist er so aufgestellt, dass er sich jederzeit, wenn es sein müsste, sich sofort wieder zurückziehen würde. Also der geht jetzt nicht offen und frei und angstfrei in die Welt, sondern der hat Angst vor alten Verletzungen. Das ist auch wieder dieses typische Thema, wenn ich zum Beispiel eine negative Beziehungsdynamik hinter mir habe, dann habe ich natürlich Angst, kann ich verstehen, dass praktisch mir das Gleiche wieder passiert. Auch hier heißt die Lösung, ganz ehrlich hinschauen, wie ist denn das zu der alten Wunde kommen? Und vor allen Dingen, muss ich denn jetzt Angst haben? Weil schaut's mir her, auf dieser Karte ist ja gar kein Angreifer zu sehen. Es ist kein Angreifer zu sehen. Ja? Also da, ja, kann man auch mit dieser Angst arbeiten oder sie besser machen, indem man einfach mehr Licht ins Dunkle bringt. Eine andere Angst ist das hier, diese Schwertkarte, schaut die an. Diese Dame, die ist ja total von den Schwertern umgeben. Also sie hat hier überall Schwerter, sie hat die Augen zu, sie hat vor allen Dingen gar keinen Zugang mehr zu Gefühlen, weil das Wasser steht für Gefühle und die Schwerter stehen für Verstand. Also diese Dame ist gebunden oder gefangen in ihrem Verstand, in dem Fall in diesem negativen Programm, was ich euch anfangs erzählt habe. Das sagt, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, weil das und das und das könnte gefährlich sein. Und ihre Angst ist eigentlich, zu sich selber zu stehen. Ja? Also diese Karte heißt immer gebunden sein an was und natürlich ist man auch ganz extrem gebunden an seine Ängste. Also man traut sich nicht, zu sich selber zu stehen und die Ängste sozusagen ins Licht zu bringen. Ja, wieder so eine ganz harte Karte. Die Schwertkarten, die sind einfach ziemlich oft sehr hart, wenn die erlebt. Das ist hier diese 9 Schwerter. Wir sehen hier diese typische Albtraumsituation, ja? Also jemand wacht auf, seht ihr das? Und sitzt dann nachts im Bett und kann nicht mehr schlafen. Also Albträume heißt das, Ängste heißt die Karte. Oft hat die Karte auch damit zu tun, dass ich etwas bereue und Gewissensbisse habe und nachts nicht mehr schlafen kann. Deswegen hält er sich auch so die Hände vors Gesicht, ja? Was kann man hier machen? Wisst ihr, wir machen hier alle auf der Erde Fehler. Ich will das Wort Fehler gar nicht sagen. Erfahrung würde ich sagen. Manche Erfahrungen gelingen, manche gelingen nicht. Ja? Wenn ich irgendwas bereue, weil ich irgendwas in meiner Meinung nach fehlerhaft gemacht habe, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich gehe hin und bringe die Sache insofern in Ordnung, falls es ein materieller Schaden ist. Ja? Also wenn ich jemanden, was weiß ich, die Blumenvase kaputt mache, dann sage ich halt, du, wie kann ich dir die Blumenvase ersetzen? Wenn es aber ein immaterieller Schaden ist, also wenn man das jetzt so nicht so einfach gut machen kann, dann ist das Einzige, was ich machen kann, zu sagen, Entschuldigung, es tut mir leid, also es sollte dann schon vom Herzen kommen. Und damit ist die Sache eigentlich erledigt. Es hat überhaupt gar keinen, macht überhaupt gar keinen Sinn, sich da selber wochenlang, monatelang, jahrelang zu kasteien. Ja, es ist normal, dass zwischen Menschen, sagen wir, schwierige Sachen passieren, aber es ist auch normal, dass man das auch wieder verzeihen kann oder vergeben kann oder vor allen Dingen selber sich entschuldigen kann. Nochmal eine Schwertkarte extra für euch. Die 7 Schwerter. Schaut her, das ist ja die Karte des Lugs und des Betrugs, wissen wir ja schon, Unaufrichtigkeit, es ist auch dieses Fremdgehen. Aber im Prinzip steht da die Angst dahinter, sich praktisch offen auseinanderzusetzen mit der Situation, was ist. Ja, also wenn ihr zum Beispiel jemanden betrüge, indem ich fremdgehe, dann habe ich Angst davor, mich offen mit meinem richtigen Partner auseinanderzusetzen, dass irgendwas in unserer Beziehung nicht passiert. Das ist also praktisch dieses Davonlaufen, ja, vor der Angst, sich mit sich selber zu konfrontieren. Eine weit verbreitete Angst ist die Existenzangst. Ja, das kennen bestimmt sehr viele von euch, dass man das Gefühl hat, so, jetzt wird es aber echt eng. Ich habe wirklich nur noch, was weiß ich, ganz wenig Geld. Ja. Und das zeigt diese Karte ganz deutlich an. Sie zeigt überhaupt auf jeder Ebene an, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Aber hier in dem Fall, wenn man es also jetzt mit Ängste verbindet, dann geht es auch wirklich tatsächlich um Existenzängste. Und ja, das gibt es auch, natürlich gibt es das, ja. Das ist nicht ganz so leicht zu lösen mit der Existenzangst. Ich kann dazu nur jetzt mal, das ist ja bei jedem Fall auch anders, ich kann euch nur eins sagen, jetzt, wenn ihr hier in Deutschland lebt oder im anderen westlichen Land, also es geht nicht darum, dass ihr irgendwann mal unter der Brücke schlaft und gar nichts mehr habt. Da dreht die Angst mit euch durch. Ja, da hat sich dieses Programm wieder verselbstständigt. Das braucht ihr dem nicht glauben. Aber natürlich, wenn die Situation so ist, ja, da muss man halt wirklich den Gürtel enger schnallen und diesen Engpass in irgendeiner Weise überstehen. Ja, jetzt habe ich noch 2 Karten, die habe ich euch schon vorgestellt bei den Aufbruchskarten.
Einmal ist es hier die acht Kelche und hier, das ist praktisch der kleine Bruder von der Karte der Mond. Wir haben hier auch wieder diesen Mond, seht ihr das? Und wir haben auch dieses Dunkle, ja. Hier ist zwar eine Bewegung da, also der Herr in Rot, der entfernt sich davon was, aber dieser Aufbruch, der geht sozusagen ins Dunkle. Also er sieht noch nicht die Lösung, ja. Er ist irgendwo so, erstens hat er was zurücklassen müssen, das tut schon weh. Und es ist dunkel und die Berge zeigen auch so, hoffentlich geht es mal gut, ja. Dazu gleich auch noch ein Tipp. Leute, auf jeden Berg geht man Schritt für Schritt. Okay, wenn ihr unten an einem Berg steht und hochschaut und sagt, oh mein Gott, das schaffe ich nie, dann hat die Angst freie Bahn. Wenn ihr aber sagt, so, jetzt gehe ich Schritt für Schritt weiter und ich will das und mein erklärtes Ziel ist es, da oben anzukommen, dann geht es ganz viel, viel leichter. Noch eine Aufbruchskarte, die sechs Schwerter. Die habe ich auch schon mal erklärt bei den Aufbruchskarten in dem Video. Also da geht es tatsächlich darum, das ist ein Aufbruch mit unsicheren Gefühlen. Da will man zwar auch aufbrechen, aber man sieht das andere Ufer überhaupt gar nicht. Ja? Und deswegen ist es so ein ganz starkes Unsicherheitsgefühl, was da auch mit verbunden ist. Hier gilt es gleich wie bei der vorigen Karte, Schritt für Schritt einfach weiter. Ja? Es bleibt dir gar nichts anderes übrig. Du bist ja schon unterwegs, man sieht es ja schon auf dem Bild, weil der ja hier auch das Wasser von selber bewegt. Das waren jetzt sozusagen die typischen Angstkarten aus dem Tarot. Es gibt natürlich noch ein paar mehr. Schämt euch nicht, wenn ihr Angst habt. Das ist was ganz, ganz Normales. Das gehört zum Menschen dazu. Aber nochmal, es bringt nichts, Ängste versuchen zu unterdrücken, nicht hinzuschauen oder sie zu umgehen. Ja, also schaut, die Angst, haben wir ja schon gesagt, liegt im Dunkeln, ja, in der Finsternis, im Wald, wenn der Mond sich vor die Sonne geschoben hat, okay? Und die wird nicht hell, wenn wir einfach nicht hingucken, sondern es wird hell, wenn wir unser Licht da reinbringen, wenn wir unser Bewusstsein da reinbringen und überlegen, was hat denn die Angst mit mir zu tun? Was ist die Angst, die da drunter liegt? Die meisten Ängste sind meiner Meinung nach schon sozusagen in der Kindheit kreiert worden. Und da kann man auf jeden Fall was machen. Und ein guter Lebensberater, eine gute Kartenberaterin, die wird auch viele Tipps für euch haben, praktische Tipps, wie ihr mit Ängsten besser umgehen könnt. Ja, wenn ihr noch mehr über solche Themen erfahren wollt, dann besucht doch einer meiner Kurse, egal ob Tarot oder Kipper. Und wenn ihr einfach euch mal beraten lassen wollt von mir, dann kommt auf mich zu. Ihr findet unten alle meine Daten, meine Homepage, meine WhatsApp-Adresse. Und jetzt würde ich mich noch freuen über ein Gefällt mir und vielleicht lasst auch ein Abo da und bis ganz bald mal wieder.